Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Hartz IV Medicine. Ja, es ist eine Weile her, seit ich aufgenommen habe, aber es kamen Dinge dazwischen und sowas. Und jetzt sind wir wieder live dabei, quasi nicht live dabei, aber wir machen auf jeden Fall weiter. Ich gucke halt mal, wo wir waren. Wir waren ziemlich weit am Anfang, können aber so blöde Dings hier lesen, was keinen interessiert. Blau machen, ja, ja. So, das wäre dann das nächste Level, ein Meerschweinchen-Level natürlich. Okay, was haben wir als Herausforderung? Alle Meerschweinchen, mindestens 60, okay, kommen alle gleichzeitig, ist immer sehr gut. Meine Finger tun zwar jetzt schon weh, aber egal. Komm gar vom Zahnarzt. Ich tauche ja alle, gar nicht alle gleichzeitig auf, stimmt ja gar nicht. Ich dachte, hier sind direkt alle Flönsch, alle da quasi, alle Flönsch. Viel mehr Olives, wo sind sie? Gerade extra freigeschaltet, jetzt kam nur eine. Da ist eine, sehr gut. Da ist noch eine, noch viel besser. So, Herausforderungen sollten wir haben. Gucken, wie viele Sterne wir noch zusammenkriegen hier. Na, immerhin vier. Immerhin vier Sterne, ist doch okay. Kann man mit leben quasi. Ein bisschen komisch beim Sprechen mit meinem Zahn, aber das wird schon. So. Naja, 66 Punkte fehlen noch. Das heißt, das kann ich irgendwann nochmal machen. Und dann hätten wir auch das. Hey, wir haben Spielerlevel hoch. Spielerlevel hoch. Da gibt's, medizinische Flyer. Geil. Ein Party-Oliver-Booster und 30 Diamanten. So, dann haben wir jetzt noch diesen Level. Was haben wir hier? Aufmerksamkeit für den armen Timmichi. Jemand muss sich ständig um den armen Timmichi kümmern. Vernachlässigen ihn nicht so lange. Ach so, der muss immer saufen. Der muss immer trinken. Hier, da ist er. Oh, ich habe noch was gekauft bei Chuck. Davon weiß ich gar nichts. Einen Stuhl habe ich gekauft. Liebeshammer und irgendwas anderes. So, kriegst erstmal was zu saufen hier. Komm, kommt Leute, kommt rein. Hier gibt es kostenlose Behandlung. Nein, nicht kostenlos, aber es gibt auf jeden Fall Behandlung. Hä? Ich muss mal warten, bis der wegfährt natürlich mit seinem, mit seinem Aufzug da. Naja. So, mehr Leute. Leute von heute. So, hier, immer was zu trinken. Ein Eimer Pflaster für dich. Hallo? Oder ist das Vieh? Ich hab's gesehen, hier unten irgendwo. Da. Manchmal sehe ich das. Ich sehe es nicht so oft. Also da für Oliver Pro Plays müsste eigentlich zu Lizzie gehen. Sie sieht dieses blöde Meerschweinchen immer. Ich tue mich da echt schwer, aber sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sie das macht. Lizzie, verrat mir deine super Tricks. Hä? Ach, du sollst zu dem gehen. So, das war's. Na, drei Sterne. Vier Sterne. Hä, wo kam jetzt dieser letzte Stern her? Das würde ich ja gerne mal wissen. Aber er war da. Das ist ja die Hauptsache. Naja, das war wirklich sehr knapp. Sehr knapp in den vierten Stern rein quasi. So, dann haben wir das auch. Da fehlt noch Oliver. Das ist ja nicht ganz so wichtig oder so schlimm. Irgendwas freigeschaltet da oben. Wie kommen wir da oben hin? Ah, dann müssen wir da dann gleich frei kaufen. So, was können wir denn hier? Tresengeduld, Geduld. Ja, Geduld ist jetzt nicht so interessant, weil ich eigentlich immer relativ schnell abfertige. Ich mache mir eben diese zwei Puzzleteile, damit das die Notification da weggeht. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir in Schicht 8. Ein wachsames Auge. Achte darauf, dass die Liegen nicht länger als 5 Sekunden dreckig sind. Alles klar. Die Klinik Samstag. Sehen wir uns diese Laborwerte an, mich hart. Die Hämoglobin-Levels des Patienten müssen wieder getestet werden. Ich werde sofort einen neuen Test anordnen. Es ist entscheidend, dass wir Mr. Anderson die gesamte Zeit überwachen. Ja, Sie sollten nicht aus den Augen lassen, Dr. Ermi. Wer weiß, um was passieren könnte. Alles klar. Okay, wir achten darauf, dass die Liegen sauber bleiben.
Ja, aber was bei Chuck? Wir haben gerade gar nichts gekauft bei Chuck. Was gibt's denn jetzt hier noch? Ach, gibt ein neues Ding. Okay. Es gibt ein neues Ding. Oh. So, du dahin und du dahin. Zack. Oh, eieiei, was hast du denn gemacht, ey? Hallo? Hallo? Hast du vielleicht eine Katze zu Hause? Oh. Also. So, komm, gib mir all dein Metall. So, zack, zack. Ja, du brauchst einen Hammer. Okay, du brauchst. Du musst erst mal kurz warten. So. Ich muss gerade mal ein bisschen gucken, dass ich hier in the Mood bleibe quasi. So. Ja gut, jetzt habe ich die da ein bisschen verkackt. Wenn ich wieder alles auf einmal versuche. Manchmal muss man echt Prioritäten setzen. Man muss sagen, okay, ich mache jetzt erstmal, ich will erstmal nur, weiß ich, maximal an Sterne rausholen oder... Hä? Ich habe da schon geklingelt hier. Oder ich will jetzt die Herausforderung schaffen. Manchmal ist das nämlich beides zusammen dann doch relativ schwierig. Und ich glaube, das Spiel ist halt auch echt so konzipiert. Ich muss sagen, für mich ist am wichtigsten eigentlich immer die Sterne, damit es halt weitergeht. Herausforderung ist jetzt so, ja, ist okay, ist schön, wenn man sie hat. Aber ist halt auch jetzt nicht quasi überlebenswichtig. Was? Achso, okay, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst Gülden, aber du bist gar nicht Gülden. So, kann ich hier abkassieren, ohne dass 7 Sekunden umgehen? Sorry, da muss ich gerade die Kombo mal. Kombo vergessen. So, na, 2 Sterne haben wir schon, das ist ja schon mal gut. So, zack, das haben wir auch, das haben wir auch. Naja, 2 Sterne. 2 Sterne. 2 Sterne sind besser als 0 Sterne. Das ist mein Lebensmotto, was ich immer hab. Ich hab das immer. Ich weiß, wie du dich fühlst, Yo Junior. Du siehst aus, als ob du eine Riesentasche von 20 Kräutertee gebrauchen könntest, aber nicht in Wasser aufgebrüht, sondern in einer Zigarette. Ich werde es nicht schaffen, Ruth. Du wirst bestehen. Ich werde dir helfen. Zeig mal, was du da hast. Aber ist das nicht Betrug? Das Hinzuziehen von Expertenwissen von alten Omas, wie ich es besitze, ist kein Betrug, sondern eine kollegiale, illegale Hilfeleistung. Ich werde deine Blutprobe gleich morgen früh mit ins Labor nehmen und ein paar Basistests durchführen. Danke, Ruth. Jederzeit, Liebes. Kannst du mir meine Thrombosestrümpfe nochmal anziehen? Ruth tut gut, quasi. So, damit haben wir hier das schönste Geräusch der Welt nochmal. Wunderschön. Okay, das heißt... Können jetzt hier oben weiter basteln, was auch gar nicht so verkehrt wäre. Gegen die Zeit Quoten. Lass da 25 Patienten zahlen, ja, das ist ja wohl kein Problem. Gegen die Zeit ist immer super, aber gegen die Zeit sind unendlich viele Patienten. Mhm. Und ihr seht nämlich, da oben kommt jetzt kein grünes Dings noch dabei. Kein grüner Zeit. Wie soll man das nennen? Grüner Zeitabschnitt auf der Uhr. Oh. Sondern es kommen halt einfach so viel, wie man schaffen kann, kann man diesen Modus schaffen. Und das ist ganz gut. Weil dann ist man nicht, wird man nicht künstlich zurückgehalten von, Oliver. Nee, von, ne, Level ist vorbei, es gibt keine mehr. So, Stern Nummer Uno. Okay, Entschuldigung. Hä? Du sollst da hin? Ja, da habe ich vielleicht ein zu viel geholt, aber das macht gar nichts. Weil wir reißen alles noch raus hier. Wir reißen die Leute einfach raus. Aus ihrem Leben wahrscheinlich. So, komm, geh da hin.
Okay, jetzt müssen wir aber leider schon abkassieren, weil da wieder welche ohne güldene Dinger waren. Mhm. Der wird sich jetzt aber hoffentlich... Mach doch... Ja, hallo? Ich klicke heute schief, kann das sein? Ja, der Zahn hat irgendwie meine Augen schief eingesetzt. Ich meine, der hat die ja rausgenommen für die Zahnbehandlung, ist ja klar. Hallo? Oh. Mhm. Dieses Spiel ist so unpräzise mit Klicks, was sehr, sehr schade ist. Und auch ganz schön nervt. Hä? Vielleicht muss ich echt aufhören, das im Vollbild zu spielen. Kriegt ihr das dann was besser? Ich weiß es nicht. Mhm. Oh. Mhm. Ich hier so viele Stühle habe für euch. So, Bettenabteilung, Pflaster, Stuhl. Mehr Stuhl. Und das war's schon. Okay, Zeit ist um. Aber wenn ich gerade richtig zähle, habe ich über 25 Patienten. So, 4 Sterne und Herausforderungen und das blöde Meerschwein haben wir sehr gut. Und 700 Punkte, 700 Herz Geld noch dazu bekommen. Und das heißt, wir können bald wieder shoppen gehen, aber wir haben noch nicht die sehr nützlichen Karten. Das heißt, wir gehen mal noch nicht einkaufen. Wir müssen erstmal ein bisschen was hier freischalten. Das war, weil die Sachen, die wir jetzt hier kaufen können, weil wir haben eine Sache neu bekommen, ne? Ne, haben wir gar nicht. Okay, das ist echt, das braucht man halt nicht wirklich. Ich könnte gucken, ob wir bei Oliver noch was kaufen, dann können wir nur Punky freischalten. Boah, Punky, also extra Zeit ist nicht am Anfang noch nicht so wichtig. So, Minispielpatienten verdienen 50 Hertz mit Minispielen. Das heißt, jeder Patient hat ein Minispiel. Würde ich jetzt mal schätzen. Ich hoffe, ja, ich wollte sagen, ich hoffe nicht alle das da, weil das ist ein Kack-Minispiel. Ja. Wir können mehr. Mhm. Hallo? Mehr Ketten klicken können, aber manchmal ist. Naja. So, zack, was hast du da für Metallspinnen in deinem Körper? Musst du ja selber wissen, ne? So, du gehst dahin. Zack. Zack. Oh, gerade kommt die Sonne. Wieso kommt jetzt die Sonne her? Weißt du, niemand will Sonne. Und jetzt plötzlich scheint sie auf meinen Bildschirm. Gleich mal. Rollo runter machen. Was ich mich gerade frage, verlieren die Patienten, die auch vor der Tür stehen, Herzen oder ist das denen das eigentlich egal? Also verliert nur der Erste, der hier steht, dann quasi die Herzen? Alter, was hast du hier gemacht, ey? Hallo? Oh. So, oh, ich muss abkassieren. Leider, leider. Oh. Ich war the last patient. Oh, ich darf auch nicht zu schnell. Ich darf also nicht quasi einfach so hin und her wischen und irgendwann stimmt es schon. Da sagt das Spiel nämlich, nee, du musst schon ein bisschen hier genauer sein, dass das auch alles stimmt und passt und überhaupt. Oh. So, fertig. Fertig. Sehr gut. Dann war's das. Ja, 2 Sterne. Ich glaube noch einen dritten, wenn wir Glück haben. Haben wir leider nicht. Aber 2 Sterne und Herausforderung und Oliver, das sind Sachen, da kann man echt wunderbar mit leben, würde ich mal sagen. So, 44 Punkte haben gefehlt, aber das ist okay. Also mit den Karten, die wir dann hoffentlich bald mal hier freischalten, können wir noch deutlich mehr Herzen kriegen. Das habe ich hier Meerschweinchen-Level. Alle Meerschweinchen auch noch. Ach, schon wieder. Na gut, alle Meerschweinchen auf einmal. 65 Stück. Müssen wir fangen. So, Konzentration, Klick-Konzentration. Da kommen alle her, Olif. Geile Meersau.
Ich finde es ja schade, dass sie irgendwie Punky nicht auch noch irgendwie mit Oliver benannt haben. Ne? Also Oliver und Olive quasi, so Mann und Frau. Aber Punky ist halt einfach nur, haben die nicht irgendwie so einen, gibt es nicht so einen, so einen Punker-Namen, der ein bisschen wie Oliver ist? Weiß nicht, vielleicht so französisch mit ein paar Accent, Accent gros, Accent flex, Accent graf. Ich habe keine Ahnung, was ich erzähle, ich kann doch kein Französisch. So, das war das, wunderbar, mehr Puzzleteile, oh Gott, wir müssen nachher puzzeln. Was haben wir hier? Etwas in der Luft. Patienten verlieren ihr Herzen heute schnell, lass sie nicht wütend gehen. Okay. Dann nimm vielleicht mal einen schneller Laufen-Booster. Da habe ich in meinem normalen Durchlauf quasi so viele von. Ich hoffe, die kriege ich irgendwann auch nochmal. Hä? Da hat er wieder den Klick nicht genommen, ne? Alter, ist das zum Kotzen. Okay. Muss ich echt, ich habe die Sonne. Hä? Die Sonne. Alter. Was zur Hölle? Okay, okay, Alter. Nee. Moment. Ich muss mal ganz laut das Rollo runter machen. Ihr werdet mal kurz ein bisschen Rollo hören. Ich sehe nämlich hier nichts mehr. Einen Moment. Jo, ich roll nämlich hier hinten. Einmal mich bewegen. Jo. Scheiß Sonne. Niemand will dich, ey. Ab aus unserem Leben. So. Ich habe natürlich einen Booster verschwendet, ne? Scheiße. Na egal. So. Ja, der ist weg. Er wird übrigens ohne Booster, weil ich bin jetzt sauer. Ich bin sauer auf die Sonne, deshalb gibt es jetzt keinen Booster. Es ist die Sonne auch mal selber schuld. Ey, Alter, das ist so, was ist denn gerade los? So mega unpräzise. Okay, das ist... Oder ich treffe halt einfach überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Ja gut, ohne Booster ist das also mit Goldherzen zumindest nicht zu schaffen. So, jetzt müssen wir mal gucken, das war... Das war ohne, What? Okay, ich kann mich gar nicht an dieses Level erinnern. War der immer schon so schwer, Daddy, das Level? Okay, wir haben einen Stern, es geht schon mal weiter. Schon mal ganz, ganz super gut. Mhm. Etwas liegt in der Luft. Das heißt, hat hier irgendwie ein anderer Arzt gefurzt und das sind die alle so schlecht drauf, oder was? Okay, das war der letzte. Ne, die zwei noch. Okay. Oh. Alter, die letzte Hure da. Boah, na gut, Hauptsache zwei Sterne. Alter, krass. Das habe ich nicht so hart in Erinnerung. Ich weiß nicht, warum... Na egal. Scheiß auf die Herausforderung. Die Puzzleteile, das hier eh nicht so. Hauptsache Stern. So, was haben wir hier? Können wir hier irgendwas Sinnvolles? Sophia wartet, Patienten irgendwas, Empfang, Verband. Okay, auf jeden Fall Sachen mit mehr Herzen, das ist gut. Das heißt, wir gehen kurz in Le Shop. Verband plus 8 Herzen für nur 600. Empfang plus 8 Herzen. Ja, Patienten kommen mit 4 Herzen herein. Sophia wartet, ja gut, okay. Sophia wartet. Nehmen wir erstmal das Teuere. So, nehmen wir jetzt hier noch den weicheren Verband. Den Rest holen wir dann... beim nächsten Mal, wenn ich Geld habe. So, was haben wir hier? Minispiel-Level, Klinik-Mix, einfach. Verdiene 75 Punkte. Okay. Wenn es nicht nur dieser Metalldetektor ist, dann sollte das machbar sein. Sprach er und verkackte. Alter, dann darfst du nicht in die andere Richtung gehen, ne? Wenn du einmal angesetzt hast mit dem Pflaster und dich korrigieren willst, musst du aber genau an derselben Stelle wieder anfangen. Du darfst nicht dann irgendwie andersrum das Pflaster draufziehen, weil das geht auf gar keinen Fall. Okay, Herausforderung habe ich, 3 Sterne habe ich. Die Blätter wechseln zu langsam. Ich hätte noch viel schneller klicken müssen wahrscheinlich. Aber da ging mir dann die Sterne verloren, weil sich diese Kack-Umblätter-Animation viel zu lang ist. Wer denkt sich denn so was aus überhaupt? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Naja. Herausforderung und Sterne haben wir. Das ist gut. So, jetzt haben wir hier noch, was haben wir hier? 50 Goldpatienten zahlen lassen ist möglich und in der Klinik alle Stühle und Betten einmal belegt sind. Okay, ja, das können wir auch schaffen. Wir haben noch ein Spielerlevel hoch. Jetzt haben wir was Tolles zu kaufen.
Tabletts. Weil das sind Tabletts. Verbessertes Tablett. Das ist ein Tablett. Natürlich. Natürlich. Weiß man ja. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dem Nachmacher widmen. Liefere nicht zweimal hintereinander das gleiche Produkt. War das das Level, was so blöd übersetzt war? Ich weiß es nicht. Irgendwo gibt es eine Herausforderung, die einfach kacke übersetzt ist, deshalb missverständlich ist und deshalb macht man die häufiger mal falsch. Ich hoffe, es war nicht die. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Bis zum nächsten Mal. Bei Hartz IV Medicine. Macht's gut. Tschüsschen.